Ja, hallo. Hier können wir uns noch mal eine kleine Prophezeiung anschauen über die nahe Zukunft. Heute Nacht wird es ja wahrscheinlich einen Angriff von Iran auf Israel geben als Vergeltung für die Tötung dieses Hamas-Kommandeurs oder Chef, Auslandschefs. Und das sieht so aus, als wenn sich das zu einem großen Krieg ausweitet, weil die USA dann ja sicher auf Seiten Israels eingreifen werden. Und Netanjahus Strategie ist natürlich, dass er diese Krise, die jetzt mit Hamas im Süden Israels ja schon länger spielt und dann auch mit Hisbollah, wo Leute dann sagen, ja, Hisbollah war das gar nicht, der Anschlag auf die Drusen auf den Golanhöhen. Oder doch, wir wissen es nicht. Jedenfalls Netanjahu und andere Strategen haben sicher auch immer im Hinterkopf gehabt, dass man eigentlich den Krieg mit Iran besser jetzt führt als später, wenn sie eine Atombombe haben. Also wenn es jetzt zum groß angelegten Angriff, also sagen wir Flugzeuge, Marschflugkörper auf Israel kommt von Iran, dann könnte es also sein, also vermute ich mal, dass sowohl die USA wie auch Israel versuchen, die Atomanlagen kaputt zu machen. Und das heißt im Grunde genommen, dass man die Zugänge zu den Atomanlagen zerstört, denn die sind ja selbst im Berg drin, in Tunneln drin, aber man kann natürlich die Tunnel sprengen und die Eingänge sprengen und damit dann den Zugang für Jahre sozusagen verhindern. Schauen wir mal, was die Bibel dazu sagt. Ich habe aufgeschlagen, ausgerechnet Hiob Kapitel 9, Abvers 21, ein bisschen davor. Und da sagt er, da geht es darum, dass also die Freunde von, er hat alles verloren, er sitzt da und schabt sich mit einer, also hier bist ja einer, der von Gott alles weggenommen, dem von Gott alles weggenommen wurde, weil der Teufel sozusagen interveniert hat, Luzifer oder Satan, wie er da heißt, und gesagt hat, Hiob ist nur deswegen treuer Anhänger Gottes, weil es ihm alles gut geht, er hat 7 Kinder, 7 Söhne und eine Menge Schafe und was weiß ich, ein Viehzeug, und das wird ihm alles genommen, das stirbt alles. Nur seine Frau bleibt noch da, die Kinder sind alle tot. Und er sagt die Frau zu ihm, ja, verfluche doch Gott und stirb. Und das macht aber der Hiob nicht. Aber trotzdem klagt er Gott auch an. Und er sagt hier, ich bin unschuldig, ich möchte nicht mehr leben, ich verachte mein Leben. Es ist eins, darum sage ich, er bringt den Frommen, es ist eins, darum sage ich, er bringt den Frommen um wie den Gottlosen. Wenn seine Geißel plötzlich tötet, so spottet er über die Verzweiflung der Unschuldigen. Die Erde ist in die Hand des Frevlers gegeben und das Antlitz ihrer Richter verhüllt er. Wenn nicht er, wer anders sollte es tun? Also, Hiob klagt darüber, dass es ungerecht ist, dass der Tod alle trifft und dass Gott anscheinend auch der Autor des Bösen ist, was ja im Grunde genommen in dem Hiob und auch in anderen Schriften des Alten Testaments so beschrieben wird. So, und jetzt schlage ich mal durch Zufall eine Schrift aus dem Neuen Testament auf. Und hier haben wir Markus. Und da steht das Ende von Johannes dem Täufer. Dass also der Johannes der Täufer wurde, also war ein Prophet, der Jesus im Jordan getauft hat. Und der war dann gefangen von einem Fürsten, jüdischen Fürsten Herodes. Und dann ist die berühmte Szene hier gerade, wo eine Tochter, also das war nicht die Tochter des Königs, aber die Tochter seiner Frau, vor dem König tanzte und er ihr dann gesagt hat, ich gebe dir alles für diesen schönen Tanz, du hast jetzt eine Bitte frei, ich gebe dir sogar das halbe Reich Israel. Und da sagt sie, da bespricht sich die Tochter, die ist vielleicht 14 oder so, mit ihrer Mutter und die sagt dann, nee, gib mir den Kopf von Johannes dem Täufer. Und der muss dann abgeschlagen werden und gibt ihm dann, die kriegt dann das Haupt von dem Johannes dem Täufer. Also alsbald schickte der König den Henker hin und befahl, das Haupt des Johannes herzubringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und trug sein Haupt herbei. Auf einer Schalung gab es dem Mädchen und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und da das seine Jünger hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn ins Grab. Also diese beiden Stellen haben wir hier und den Tod von Johannes dem Täufer. Ja, was soll uns das sagen? Sieht zurzeit nicht so gut aus.
Der Kopf des Propheten wird abgeschlagen. Dann kommt natürlich die Auferstehung ins Spiel, aber die kommt erst nach dem Tod ins Spiel. Also, oder wird die Schlange, der Kopf der Schlange abgeschlagen? Es kann jetzt zum großen Krieg kommen, wenn da nicht noch irgendjemand die Notbremse zieht, sage ich mal. Iran hat ja heute das Fliegeverbot über seinem eigenen Luftraum ausgesprochen. Und es deutet schon darauf hin, dass also in den Nachtstunden, frühen Morgen oder in 24 bis 48 Stunden dieser Angriff erfolgt. Und dann ist die Antwort Israels klar. Ja, hoffen wir, dass sich diese Dinge wieder beruhigen und dass letztlich Frieden in Nahost einzieht. Es soll ja eine Absprache geben, dass der Gazastreifen letztlich zu den Arabischen Emiraten zugeschlagen wird. Das heißt, das wird dann eine wirtschaftliche Entwicklungszone und prospektieren, die werden eine steuerfreie Zone haben. Allerdings muss die Hamas natürlich erst besiegt werden. Vorher geht es nicht. Es gibt also eine gute und eine mögliche schlechten Ausgang. Und da gucken wir noch mal ein bisschen in die Offenbarung. Da steht das Weltgericht. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Und das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde und geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Also hier haben wir nochmal das Weltengericht. Das ist immer so eine Auseinandersetzung. Und jeder soll überlegen, mit welchem Geisteszustand er jetzt in die nächsten Tage geht. Also mach deinen Frieden mit deiner Familie und alles. Also wir in Europa sind sicher nicht in Gefahr, aber die Leute in Israel, die sind durchaus schon in Gefahr, auch die Leute im Iran. Also wenn es mal richtig kracht, dann kracht es richtig. Das kann man sich nicht vorstellen, was möglich ist. Gerade was Israel an Waffen hat, und die haben U-Boote auch in der Gegend, die können Iran also von Süden aus erreichen, wenn Iran zu weit geht und den Leuten die Nerven durchgehen. Beten wir also um Frieden und halten wir unsere eigenen Herzen in Frieden. Es ist Zeit, dich zu zeigen, als wer du bist und nicht mehr einfach nur mitzuheulen mit den Wölfen, sondern denk wirklich nach, auf welcher Seite stehe ich hier gerade. Was ist politisch korrekt? Das ist nicht mehr die richtige Frage, sondern auf wessen Seite stehst du eigentlich in diesem epischen Kampf zwischen Gut und Böse. Ich will nicht sagen, dass das zwischen Ländergrenzen so geht, dass es zwischen Israel und Iran dieser Kampf zwischen Gut und Böse ist, sondern das geht quer durch die Länder und quer durch die Bevölkerung und das geht immer ins menschliche Herz. Und wir können unser Herz immer in jedem Moment dem Licht zuwenden, Gott zuwenden, wie du das auch nennen magst, auf jeden Fall der Liebe zuwenden. Und unseren Feinden oder Gegnern oder den Leuten, die wir nicht mögen, eben auch vergeben. Das sind diese Zeiten, wo wir durch so eine Gerichtszeit durchgehen und wo Gott seine Leute einsammelt, sage ich mal. Wir werden sehen. Es wird vielleicht nicht so dramatisch, wie ich sage, aber es wird erstmal einiges passieren in den nächsten Tagen und hoffen wir, dass sich das alles wieder beruhigt. Gute Nacht.